vorgestellt. Hallo. Ah, Kai ist doch immer scharf, oder? So. Ja, ja. Prominenter Besuch im Schöneberger Norden. Am 20. Oktober 2010 informierte sich der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit über die Situation im Palaceum. Petra Witthöf von der Eigentümergesellschaft informierte über die Fortschritte in der Wohnanlage. Wir haben jetzt eine Vollvermietung. Wir haben im August tatsächlich die glatte Null geschrieben. Aber das ist das Ergebnis von 10 Jahren langer, harter Arbeit. Sie haben eben ein großes Kompliment von der Feuerwehr bekommen. Danke. Die deutlich gemacht haben, wie häufig sie früher hier Einsätze hatten und wie wenig die jetzt gewordenen dank dieses engagierten Vorgehens hier, was sie hier vor Ort gemacht haben. Wir haben vor 1999 hier angefangen, als die Sache schwierig war, vor allen Dingen mit der Aktivierung der Bewohner, dem Aufbau der Nachbarschaften. Wir haben viel mit und für die Bewohner getan, Mieterbeirat gemeinsam aufgebaut und vieles mehr. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe vergessen, die Quartiersräte zu begrüßen. Unsere Mittel, die wir hier vergeben, haben wir auch mit bis 3 Millionen unter Beteiligung des Quartiersrates vergeben. Hier sind einige, Enver Schen, Gerhard Haug, Herr Boxberg hinter seiner Kamera, wie immer. Er hat auch schon viele Kiez-Videos gemacht. Herr Tuge, wo ist er denn? Ach, da sind Sie mir gegenüber, Entschuldigung. Ja, also wir haben einen großen Quartiersrat, der die Geschicke mit uns hier durchsteht, manchmal auch durchleidet. Also es ist Demokratie mit allem drum und dran. Ja. Ja. Wir haben verschiedenste. Warum soll es Ihnen besser gehen? Ich habe auch ein Parlament. Ja. Rundgang über die Anlage des Palaceums unter massiver Anteilnahme der Pressevertreter und mit sachlichen Informationen durch die bezirkliche Koordinatorin Gisela Gut. Also gibt es denn jetzt auch sowas wie so Concierge oder so? Nee, das wollte er. Er wollte das Hochhaus erschließen und dann da einen Standort machen. Das hat dann aber finanziell nicht geklappt. Besonderes Interesse zeigte Klaus Wowereit für das Kunstprojekt mit den Satellitenschüsseln. Die Motive, wenn Sie gleich darauf kommen, sind ausgewählt von den Bewohnerinnen und Bewohnern und von den Familien. Und das Projekt fing damit an, dass Ende 2008 ein Künstler zu uns ins Büro kam, zum Palaceum. Begleitet wurde Klaus Wowereit von Bezirksbürgermeister Band und der Stadträtin Schöttler. Ute Grossmann informierte über die Gewerbeentwicklung in der Potsdamer Straße. Hier ist kann man nachvollziehen. Ich war im Sportpalast. Der war nicht sehr hübsch. Wir haben Bild im Sportbüro. Erinnerungen an alte Tage, als hier noch der Sportpalast stand. Ich habe ja nur gesagt, aber, was Herr Kohl. Habt ihr ja schon erreicht. Nee. Futter für die hungrige Pressemeute. Schöne Bilder mit Migranten-Kiddies. Dafür geht ein Regierender auch schon mal in die Knie. So, und das habt ihr gemalt? Ja, Halli, sag mal. Habt ihr das gemalt? Ja. Und diesen Drachen da gemacht. Ja. Gemalt. Halli hat gemalt. Ja. Oh, das ist schön. Was hast du denn gemalt? Das? Ja? Und weiter geht's in den Nachbarschaftstreff Kaffeeklatsch. Von wann? Von 7 bis 12. Von morgens um 7 schon? Ich darf ja halt. Wenn die Kinder, Frauen die Kinder Schule bringen und Kinder rein, dann kriegen sie hier gleich. Ist das manchmal schwer, jetzt an die Familien ranzukommen, an Frauen ranzukommen, wo vielleicht manchmal auch die Männer sagen, also ich lasse euch hier nicht in das Frauencafé oder so? Sag sie, mich weiß. Die Männer aus dem Orient zu Hause Pascha sind, ist eigentlich nicht richtig. Aber was Frau Gut gesagt hat, diese langjährige Arbeitslosigkeit. Da lächeln jetzt aber die Frauen nur ein bisschen. Das ist noch nicht bewiesen jetzt. Das ist noch nicht, haben Sie recht.
Wir als Quartiersrat sind entsetzt, dass jetzt dieses letzte historische Gebäude, wo man nicht... Eine Nachfrage der Quartiersrätin Heiderinitz zum bedrohten Haus am Kleistpark sorgt für einen Dissens zwischen den Parteifreunden Wowereit und Bezirksbürgermeister Band. Und auch der Bezirksstadträtin Schöttler scheint diese Frage nicht zu gefallen. Bringen kann, auf dem Immobilienmarkt zu verscherbeln. Es geht nicht darum, dass das Bezirksamt ein Haus verscherbeln will, sondern das Bezirksamt ist in einer außerordentlich schwierigen finanziellen Situation. Und wenn wir unsere Infrastrukturkosten nicht nachhaltig senken, dann werden wir zum Konsolidierungsbezirk werden. Ich will die Millionendefizite hier gar nicht aufzählen. Aber seien Sie versichert, die Entscheidungen, die zu treffen sein werden, sie sind ja noch nicht getroffen, werden wir sehr sorgfältig abwägen. Aber wir müssen uns auch bewegen im Interesse der Haushaltskonsolidierung. Naja, bei allen Schwierigkeiten ist ja klar, dass in bestimmten Quartieren eben solche kulturellen Einrichtungen wie das Haus am Kleistpark eben auch ein Zentrum sein können. Nicht? Ist ja logisch. Das ist ja vom Ansatz her nachvollziehbar. Sag ich jetzt mal als Kultursenator. Ja, der sollte auch angesprochen werden. Die Solidarität des Kultursenators gegen den Bezirk ist da. Eine klare Aussage. Eine klare Aussage auch von einer Anwohnerin des Palaceums. In Massen in eine Stuhle reinkommen und die anderen in die anderen verteilt. Diese ganze Schulgeschichte gefällt mir nicht. Also nee, eigentlich vieles nicht. Was meinen Sie mit der Massen da verteilen? Naja, wir müssen unsere Kinder, wenn wir hier wohnen, in die Spreewald sozusagen stecken. Das ist die Grundschule. Tut mir leid, ne? Oder in den Neumark. Aber in die anderen Schulen kommen wir nicht so leicht ran. Na, da gibt es ja nur Einschulungsbereiche erstmal, ja. Ne? Oder? Ja. Und das gibt es, aber es gibt auch deutsche Familien, die eigentlich zur Spreewald schicken müssen, ihre Kinder, oder zu Neumarkt, aber die schaffen das immer woanders, ihre Kinder zu schicken. Mit den Einschulungsbereichen, mit den Schulen, das nutzt ja nichts, wenn Sie weggehen. Ja, entweder nicht? Muss ich umziehen, aber ich will nicht umziehen. Nee, Sie sollen ja auch bleiben. So. Die Grundfrage ist ja eher die andere, wie ist es möglich, dass da andere im Wege finden, dann sich wegzumelden, die noch hier wohnen, sage ich mal. Aber das ganze Schulische, diese ganzen Ansiedlungen, das ist doch eigentlich sozusagen für die Integration ein Hindernis, finde ich. Wir haben diese Mischung nicht. Wir leben hier im Palacio, meine Nachbarn sind Türken, ich komme hier zum Kaffeeklatsch, rede Türkisch. Meine Kinder gehen in eine Schule, wo die ganze Klasse fast wieder Türkisch sind oder Arabisch sind. Wo ist denn die Integration? Müssen wir jetzt Alltagsprobleme. Auf dem Weg zu einer gelungenen Integration. Aber eine Lösung hat auch der Regierende nicht parat. So, und die andere Variante wäre, dass ein Teil auszieht, freiwillig auszieht und sagt, okay, ich möchte jetzt mal für eine Durchmischung sorgen. Entweder, weil ich aktiv irgendwo hingehe und sage, jetzt lernen da auch mal einen Migrant kennen, oder weil ich Platz mache für Deutsche, die dann hierher kommen können, um diesen Ausländeranteil runterzudrücken. Das, mehr gibt es ja denn in dem Bereich nicht. Oder man nimmt die Menschen so, wie sie sind. Und das, was Quartiersmanagement hier macht oder was hier gemacht wird, sagt, okay, das ist die Ausgangslage, die wir haben und da müssen wir jetzt sehen, Problemlösungen zu finden. Na bitte, jetzt drängt die Chefin. Genau, jetzt. Frau Gut, lässt das jetzt hier gut sein. Oder wir lassen sie. Und auf geht's zum Zwischendeck der Wohnanlage Palaceum. Die bizarre Freifläche ist eine der Attraktionen im Palaskiez. Wo in Berlin gibt es sowas sonst noch? Eigentliches Ziel aber ist, dem Regierenden einen Blick auf den Palaspark zu gönnen. Hier unten ist alles, was so vergrast ist, es wird ein internationaler Reutergarten, da gibt es jetzt 13 Gärtnerinnen aus dem Palaceum, die hier arbeiten. Und ja, im Moment gibt es neue Spielgeräte, das ist jetzt nicht für Sie bestellt, das ist sowieso Programm. Ja, die arbeiten gerade, leider mit. Hallo. Hallo. Na ja. Im Sommer. Leider sehr verschattet, aber das war halt vorher eine Frage. Jetzt werden wir auch mal sehen. Ja,
Langsam neigt sich die Stippvisite von Klaus Wowereit dem Ende zu. Vorher aber schaut der Regierende noch mal kurz im Café Paladin vorbei. Bleibt zu hoffen, dass der Bürgermeister, der von der Entwicklung des Gebietes beeindruckt war, auch die Probleme und Sorgen, die ihm vorgetragen wurden, bei seiner politischen Arbeit berücksichtigt. Dann wäre dieser Besuch mehr als nur eine PR-Kampagne.